Herzlich willkommen zurück zu... Richtig, Neo Magazin Royal, das Spiel. Auf der Suche nach der verlorenen Glatze. Wir sind in Böhmermanns, ja, Garderobe. Es sieht zwar nicht aus wie eine Garderobe, aber es ist seine Garderobe. Stehen geblieben. Und ja, mal gucken, was hier so abgeht, nicht wahr? Gucken wir uns erstmal hier die Jacke an. Meine Moncler-Jacke, gefüllt mit K1s Echthaar. Sehr schön. K1 kriegt auch noch einen drüber, ist sowieso ein Spast. Hier ist es schon warm genug. Braucht er nicht anzuziehen. Ey, das ist nicht DSDS hier. Gut. Dann bin ich ja zufrieden. Ich muss das Mikro mal ein bisschen wegmachen, weil... Ja, wenn ich nämlich ausatme, dann... Es darf auch nicht zu sehr weg sein. Ja, vielleicht so. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Ich muss das dann mal... Muss ich mal gucken, wie ich das einstelle. Kann sein, dass ich den Sound ein bisschen bearbeiten muss. Weil im ersten Part ist mir aufgefallen, dass ich es doch... Wenn ich am Lachen bin, und das passiert hier nun mal, dass ständig irgendwie Luftzug am Mikro ist und das dann übersteuert. Und das ist beim Zuhören etwas unangenehm. So, was haben wir denn hier noch? Cola ist mein Schmusi. Aber sagt bloß keinem, dass ich gar keinen Glump Trademark trinke. Gut. Schnell eine Cola, bevor ich wieder zitter. Brauchen nur noch was zum Öffnen. Ach nee, müssen wir die auch noch aufmachen. Cola ist mein Schmusi. Cola ist mein Schmusi. Das heißt Smoothie, nicht Schmusi. Oh, eine Schublade. Eine Schublade. Mach mal auf. Der Schlüssel zur Teamtoilette. Ach ja, hier hatte ich ihn hingelegt. Aha. Der Schlüssel zur Teamtoilette. Alles klar, eine Serviette. 25.000 Stück Laugengebäck für den Freundschaftspreis von 17.500 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Glaube ich kaum. 25.000... Alles klar, alles klar. Schon gut. Was ist das da? Eine Adi-Action-Figur. Die Adi-Action-Figur. Mit Action kannte der sicher aus. Ah, leider keine Lust. Schade. Dann nimm das mal. Ich glaub, Arm rauf! Arm runter! Arm rauf! Ach, das wird nie langweilig. Okay. Ein Fenster. Schön draußen. Wenn die Sonne kommt, muss ich aber zuziehen. Wegen des Teints. Okay. Oh, Rudi Carrell. Ich mag es, wenn Bilder von mir an der Wand hängen. Ist wie zu Hause. Das ist ein Bild von Rudi Carrell, nicht von dir. Das bleibt schön hier. Das bleibt schön hier. Oh, hier ein Magnetspielzeug. Das sind meine Eier aus Stahl. Gut. Spiel mal damit. Jetzt nicht. Schade. Microsoft, das Apple des kleinen Mannes. Oh. Oh. Oh nein, wie geil. Das startet Windows. Oh, Windows 95 ist aber brandaktuell, Böhmermann, was du da in deiner Kabine hast. Und es sah tatsächlich so aus. Ein bisschen schärfer war das Bild damals auch schon. Ja, sogar der Sound stimmt. Stark. Stark, das war's, oder wie? Microsoft, er läuft schon. Ernsthaft, mehr macht er nicht. Er fährt das Ding hoch. Okay. Prism Computer. Der spart uns 30 Mitarbeiter. Locker. Was? Woher weißt du das? Was? Thomas Gottschalk auch? Du Schmierölklumpen. Sag nicht immer, du wirrköpfiger Philosoph zu mir. Ein Longboard. Überall diese verdammten Longboards. Longboards sind Wrongboards. Korrekte Einstellung. Longboard. Die ganzen YouTuber schwuchteln, die jetzt das machen. Nicht. Außerdem habe ich keinen Führerschein. Richtig, man braucht nämlich einen Longboard-Führerschein.
So schöner Diss an die YouTuber auf jeden Fall. Gefällt mir. Kann man sich nämlich auch nicht angucken, den Rotz. Den habe ich vom Müllcontainer gerettet. Sparte for life. Nein, einfach nein. Ja, einfach nö. Okay, hier scheint es dann auch nichts mehr zu geben. Ja, tut mir leid mit dem Longboard, aber ja, das muss einfach mal gesagt werden. So, und da das hier ein Satire-Spiel ist, darf ich über alles und jeden Witze machen. Und alles und jeden dissen. So, was liegt denn da? Okay, das ist nichts Besonderes. Wir haben den Schlüssel zur Teamtoilette. Mal überlegen, ob mir noch Zutaten was fehlen. Brauchen wir hier noch? Cola mal? Fehlt noch. Nee, Alkohol fehlt noch. Zitrusaroma fehlt noch. Alpakaschweiß fehlt noch. Okay, wir brauchen also Cola, Alpakaschweiß. Das hätten wir schon so halbwegs. Also wir sind auf einem guten Weg. Dann fehlt uns noch Zitrusduft. Was ist denn hier? Gehen wir mal hier hin. Sind da die zwei Typen? Ein Trichter. Trichter Alexander Holt. Oh, flach. Aber nehmen wir mit. Trichter Alexander Holt. Okay. Eine Mikrowelle. Der Thermomix des kleinen Mannes. Der Thermomix, och, ja. Nie hat man Popcorn dabei. Schade. Okay, sonst hier noch irgendwas? Nicht, dass wir hier was Wichtiges übersehen. Hier ist noch was. Ein Schraubstock. Den haben die Bastel Brothers vom Schraubstock-Festival. Leider fehlt die Kurbel. Ach, im Ernst? Die Kurbel fehlt. Ah, okay, da müssen wir auch noch eine Kurbel finden. Ob Dende auf Helium eine normale Stimme hat? Da lasse ich mir lieber von Yoko die Eier auf den Boden tackern. Nee, pfui. Das sind die Bastel Brothers, Marcel Magic und Simon Spectacular. Die benutzen lieber, als dass sie benutzt werden. Sehr gut. Okay, dann reden wir. Hi, Bastel Brothers. Hi, Jan. Das wäre echt jedes Mal lustiger. Ist er auch von Conan geklaut? Hat er sich endlich mal gemeldet? Bastel Brothers. Ach du Kacke, dazu sage ich jetzt mal nix. Sag mal, habt ihr Feuer für mich? Leider nicht. Willst du wieder Fürze anzünden? Verdammt, ich muss wirklich meine Webcam abkleben. Okay. Was bastelt ihr denn Schönes? Wärmedecke, Aktenvernichter, zack, fertig. Lametta. Zack, fertig. Wie war nochmal das Rezept? Unser Glump ist ein Geheimrezept. Das eine. Okay. Cola, Alkohol, ja, Zitrus, ja, ein Pack, ja, alles okay, in den Zack. Okay, fertig. Ja. Zack, fertig. Ach, schon gut. Hand okay. Nehmen, schütteln, zack, fertig. Tschüss. Zack, fertig. Das Problem, hier gibt's auch nichts. Aber immerhin haben wir einen Trichter gefunden. Das ist schon mal gut. Mit dem Trichter können wir bestimmt hier was einfüllen. Können wir das hier schon mal kombinieren? Da passt er nicht rein. Wie? Der muss doch da reinpassen. So, dann... Yeah. Ganz schön dunkel hier. Was riecht denn hier so? Schwaches Leuchten, ja, mehr hat man hier auch nicht. Da leuchtet etwas. Dann drücken wir doch mal da drauf. Ach du je, das sieht ja aus wie bei Goebbels unterm Sofa. Die Autoren haben wieder nicht richtig sauber gemacht. Bäh, was für eine Kloake. Eine Klorolle. Igitt. Was ist denn das? Jemand hat Williams Telefonnummer hier hingeschmiert. William, die alte Fickmaschine, ist wirklich unersättlich. Ein Wandschrank. Hoffentlich ist da keine Band drin. Die Tür klemmt. Schade. Ob William hier war? Das ist sicher voller Bakterien. Okay, nimm die Klamotten nicht mit. Der Kelly Family. Okay, der Pömpel. Ein Pömpel? Was macht der da? Ist das hier einer dieser irrelustigen Tetsche-Cartoons aus dem Stern oder was? Und wenn ja, wo sind das Spiegelei und das Kondom? Das war so klar, dass wir den mitnehmen. Ein Pömpel. Ein Pömpel.
Okay. Grimme-Preis. Goldener Stinkefinger. Und der Deutsche Fernsehpreis. Klostein. Pissoirs. Okay. Hier kommen mir immer die besten Ideen. Ein Klostein. Zitrusaroma. Oh, das Zitrusaroma. Den rühre ich bestimmt nicht an. Ja, okay, aber mit den Handschuhen doch bestimmt. Yeah, grüne Pixel. Oh, die Handschuhe hat's weggeätzt. Ein halb benutzter Klostein. Zitrusaroma. Igitt. Das ist doch nicht Igitt. Das bringt uns doch schon mal weiter. Körperflüssigkeiten. Fernsehen. Außen pfui, innen pfui. Okay. Festivaltoiletten sind dagegen Wellness. Das nimmt aber schon auch nicht das mit. Das ist sicher voller Bakterien. War wie der ja Badeteich klar. Im Dschungelcamp. Die Bastelbrothers lassen es ein bisschen schleifen hier. Kaputt. Kaputt, ne? Bäh! Das ist sicher voller Bakterien. Wie die Rückbank im Bang Bus. Oh, geil. Okay, der Deutsche Fernsehpreis, wie wär's damit? Der Deutsche Fernsehpreis. Auf nimmer Wiedersehen, du Buttplug der Medienwelt. Lieber nicht, wer weiß, wo der schon war. Ein schöner Klorollenhalter. Ich lass ihn lieber hier. Unser Grimme-Preis. Naja, den haben Klausi und Joachim auch. So geil kann der also wohl auch nicht sein. Ich lass ihn lieber hier. Gut, dann scheint es hier nichts mehr zu geben, oder? Hab ich irgendwas übersehen? Ich habe alles, was verpixelt war, eigentlich angeklickt. Aber wir haben ja auch den Klostein gefunden. Das ist schon mal ganz gut. Was war hier nochmal? War da der Gangster-Rapper? Ja klar. Beste. So, wir gucken uns jetzt hier erstmal das Poster von DJ Bobo und Co. an. Chabos wissen, wer der Bobo ist. Das bleibt schön hier. Natürlich, um jeden Preis. Oh, guck mal, ABBA. Das ist Ace of Base, nicht ABBA. Ich find ja AJ am süßesten. Ich kann Bass und Gitarre nie auseinanderhalten. Willst du aber von was das nehmen? Das ist wieder nur Ärger. Das ist gut möglich. Die muss Ross Anthony hier vergessen haben. Die Federbohr. Ups, sie hat sich irgendwie verheddert. Oh, wir haben hier sogar eine Feder. Ernsthaft? Nee. Eine pinke Feder von einer Federbohr. Okay. Gut, dass wir mal dran gezupft haben, ne? Den fasse ich nicht an. Da soll sich mal schön der Rach drum kümmern, wenn er wieder von RTL angekrochen kommt. In dubio Prosecco. Eine fehlende Flasche wird sicher keiner bemerken. Eduardo, lass mal die Finger davon. Jetzt gehen wir erst einmal ihre Belege durch. Ich habe hier eine Quittung über 17.500 Euro. Wofür war das? Ah ja, fürs Laugengebäck. 25.000 Stück Laugengebäck? Geht doch, sie dünner Lauch. Nächste Frage, Aslak. Hier sehe ich 1.000 Euro verbucht. Was war das denn? Oh shit, was war das nochmal? Beefmarken für den Beefträger ganz bestimmt nicht. Jahresgehalt für die Autoren, nee. Ach, das waren doch die zwei Wumbo-Figuren, richtig. Zwei Wumbo-Figuren. Korrekt, Sie Otto. Nächste Frage. Diese Rechnung, über 906,50 Euro. Wofür war die? Was, die hatte ich nicht. Lizenzen für Photoshop Philip. Die Glump-Lieferung mit dem Fehldruck. Können Sie das bitte wiederholen? Könnten Sie das bitte wiederholen? Diese Rechnung, über 906,50 Euro. Wofür war die? Das war bestimmt die Lizenz. Lizenzen für Photoshop Philip? Wollen Sie mich schnatzen, Blödelmann, oder was? Zieh Leine und komm erst wieder, wenn du deine Belege zusammen hast, du. Du. Okay, reden wir mal mit dem, oder nehmen wir den? Lieber nicht. Nee, lieber nicht. Ja.
Warum haben Sie eine Maske auf? Ich bin eigentlich nebenbei. Ja, das hatten wir schon. Okay. Ach, ist egal. Zieh Leine und komm erst wieder, wenn du deine Belege zusammen hast, du. Du vergammelter Burger. Igitt, den kriegt der Praktikant. Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Wem sein Schlagzeug ist denn das? Ach so, Felix seins. Sein anderes Drumset steht bei Sarah Connor. Ich hab's auf Fizz umgestimmt. Das wird ein Spaß. Okay, Drumstick. Eigentum von Felix, der Dönerwade, unserer Drummer Queen. Jawohl, auch noch den Drumstick mitgenommen. Eigentum der Dönerwade. Okay, wir haben ja ganz schön viel schon mitgenommen, aber... Alle haben Apple, nur der Partyraum hat noch Windows. Oh Gott, ich muss hier raus. Das wollte ich gerade auch vorschlagen. Haben wir denn alles? Erstmal nochmal hier gucken. Sieht gut aus, wir haben ja noch nicht alle Belege gefunden, deswegen... Gehen wir mal ein Stück weiter. Was müssen wir überhaupt machen? Wo müssen wir denn hin? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir können ja mal hier Captain Obvious fragen. Schau mal, was hältst du davon? Ein Pömpel! Den setzt sich William immer auf den Kopf und spielt Einhorn. Hält aber auch an anderen runden, glatten Flächen. Ja, okay. Schau mal, was hältst du davon? Lecker Cola. Wie die Mädels von Kein Keks, die wohl immer aus dem Glump rauskriegen. Ich verstehe den manchmal nicht, der redet so komisch. Schau mal, was hältst du davon? Damit füllen wir immer die Jugendsprache in William. Mhm. Schau mal, was hältst du davon? Ein Klostein. Die Dinger schmecken am besten geraspelt. Okay, das sind so kleine Hinweise. Schau mal, was hältst du davon? Eine Feder. Sind Vögel eigentlich kitzelig? Mhm, und das hier? Schau mal, was hältst du davon? Das ist ein Drumstick. Motto: Kurbel statt Kaubel. Im Ernst, was für ein Hinweis, hä? Oh, da wollte ich gar nicht hin. Oh. Da müssen wir mal zu den Bastel Brothers. Das können wir wohl als Kurbel benutzen. Statt Kaubel. Dann mach das mal. Passt. Jetzt geht das Teil wieder. Jawohl, können wir jetzt das Ding aufschrauben? Das damit? Will ich nicht auspressen. Ach, auspressen. Dann das Alpaka-Ding. Voll ekelhaft. Den haben die Bastel Brothers vom Schraub... Er hat einen... Ich habe William... Ja, okay. Müssen wir das noch Den machen? Den bekomme ich da nicht drunter. Ein flaches Gefäß. Das wäre was. Ein flaches Gefäß. Hat doch nicht der Trichter, Das oder? Will ich nicht auspressen. Nee. Ein flaches Gefäß. Wir haben kein flaches Gefäß. Okay, da haben wir jetzt erstmal den Pulli da. Da müssen wir jetzt noch ein flaches Gefäß finden. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin kann. Hm. Da nicht. Gibt's hier noch irgendwelche verschlossenen Sachen? Nein. Na, wir können ja doch nochmal mit dem hier reden. Das ist ja scheißegal. Oder können wir nicht mehr mit dem reden? Muss das ausgerechnet jetzt sein? Steuerprüfungen kommen. Nee. Kann man nicht nochmal machen. Zieh Leine und komm erst wieder, wenn du deine Belege zusammen hast, du. Ja, okay. Moment, finden wir hier noch irgendwas? Habe ich was übersehen? Das wäre ja ein bisschen blöd. Er hat zwar eine Prosecco-Flasche da rausgenommen. Ah, nee, der wollte eine nehmen. Oh, Abmahnung. Eine Abmahnung von Martin Kurzer. Hat mich schlappe 906,50 Euro gekostet. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann?
Nein, da ist dieses Ding. Eine Abmahnung von Martin hat mich... Ob man das bei... Ja, dann konnte ich es natürlich nicht wissen, ne? Da hat er vorher schon angefangen zu reden. Na gut, aber das ist ja immer noch nicht... Immer... Oh, wo ist denn der Dings hin? Ach, nee. Ist egal. Wir können jetzt dadurch, okay. Oh, oh. Hier ist ja richtig was los. Böhmi-Actionfiguren. Die Nase war das größte Problem. Direkt nach meinem gewaltigen Penis. Oh Gott. Dafür haben wir extra einen VHS-Kurs gemacht. Neo-Magazin Staffel 1 auf VHS, Staffel 2 auf VHS. Warum ist das so billig? Til Schweiger verkauft sowas für 200 Euro. Mit dem Ramsch würde ich nicht mal Pegida-Demonstranten bewerfen. Okay. Im Osten gehen die weg wie Begrüßungsgeld. Nasenschattentaschenlampen. Warum ist das so billig? Damit tippe ich immer meine Tweets. Mit den goldenen Stinkefingern. Mit dem Ramsch. Okay, was haben wir hier? Kann man auch als Mooncup verwenden. Mit dem Ramsch. Okay, da sagt er immer dasselbe. William Actionfigur. Alleine für den Bauch hat der 3D-Drucker schon ein Jahr gebraucht. Warum ist das so billig? Okay. Plüschtricki. Jeder Plüschtrizi wird von mir persönlich eingekuschelt. Damit sichern sich die Zuschauer schon im Morgengrauen die besten Plätze. Mit den Handtüchern, alles klar. Studio König Trademark Jutebeutel. Aus natürlichem Anbau, wie das Kraut, das sich die Band immer in die Nase spritzt. Und Plakate. Perfekt zum Abdecken von Glory Holes. Ja, der Böhmermann kennt sich aus, ne? Aber hier kann man ja trotzdem, obwohl, weiß ich gar nicht, so Plakate, was ist das? Ach ja, die Abmahnung. Schlappe 906,50 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Hä? Ach ja, die Abmahnung. Schlappe 906,50 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Wie, was ist denn das? Für eine Abmahnung. Was ist das denn für ein Ramsch? Verkauft Samis... Oh, jetzt habe ich sehr gedrückt. Was ist das denn für ein Ramsch? Verkauft Sami Slimani seine Kollektion jetzt bei uns im Foyer? Sami Slimani, oh mein Gott. Oh mein Gott, schön, dass der auch noch sein Fett wegkriegt. Noch so ein Spasti von YouTube, den man sich auf gar keinen Fall angucken sollte. Oh, Herre, dankeschön. Alleine dafür liebe ich Jan Böhmermann. Das ist Bart, der tut nix. Der will nur spielen. Der Letzte, der das versucht, sieht jetzt aus wie... Ja, okay. Hi, Bart. Hey, Boss. Sag mal, hast du Feuer für mich? Willst du etwa wieder Fürze anzünden? Hier, aber Wiedersehen macht Freude. Oh, von dem kriegen wir ein Feuerzeug. Hab ich ja gar nicht mit gerechnet. Hi, Bart. Hey, Boss. Sag mal... Was machst du hier eigentlich? Ich pass auf, dass Flair nicht reinkommt. Sehr gut. Kann ich mir kurz dein Brecheisen ausleihen? Nein. Schade. Eine Stalkerin. Hinter dir, Eckart von Hirschhausen. Hinter dir, Eckart von Hirschhausen! Schon klar, Boss. Pass auf, ich gebe dir das Teil, wenn du mir einen Ersatz bringst. Okay. Kann ich mir kurz dein Brecheisen ausleihen? Nein. Hinter dir! Eine Stalkerin! Schon klar, Boss. Pass auf, ich geb dir das... Mistay, Ersatz. Was für ein Ersatz? Ach, ist egal. Man sieht sich. Hab ich hier Ersatz? Wie wär's mit dem Pümpel? Geil! Aber für die Hipsterabwehr ist das Ding wirklich nicht ausreichend. Geil! Das ist ja noch gut. Alles klar. Ich würde auch sagen, wir haben hier erstmal genug geknobelt an dieser Stelle und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Mal gucken. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie lang das Spiel ist, aber ist auf jeden Fall sehr lustig. Viele YouTuber kriegen einen über den Deckel, viele Promis. So muss ein Adventure aus deutschen Landen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Rinjehauen. Bis zum nächsten Mal.